Hallo damit ein. Jo, hey, oh, was gescheit? Was geht, oh? Da bin ich wieder mit Fallout 4. Soweit alles erledigt. Ich habe alle Power-Rüstungen rüber. Also zu meiner Hauptsiedlung, Hauptaußenposten. Habe auch so alles mitgenommen an Loot, was halt drin war. Und ich muss aber auch sagen, ja, das hört man gleich an. Ich muss auch sagen, das lohnt sich, ne, dass ich da, ich dachte eigentlich, ich bin fertig, ich komme jetzt nicht mehr her, das war's, aber es lohnt sich, ne. Ein paar Mal, wo ich da jetzt reingeschaut habe in die Overpost-Truhe, war ein Haufen Kohle, das muss ich ehrlich sagen. So, ja, da ist er wieder, da sind sie beide wieder. Quält dir eigentlich dein Name? Fällt dir eigentlich dein Name? Nein, ich würde mir wünschen. Ja, du weißt ja, wie das mit dem Wünschen ist, ne? Wünsch dir was in der einen Hand und scheiß dir in der andere und dann siehst, was du bekommst. So, jetzt hören wir uns einmal kurz das Holoband an. Bist du sicher, dass das funktioniert? Was, wenn wir den Prozessor überlasten? Das System könnte durchbrennen. Dann verwerten wir ihn wieder. Glaubst du, irgendwer wird diesen Roboter vermissen? Gib mal den Schraubenzieher. Wenn die Persönlichkeitsverbesserung funktioniert, im Park nichts Lustigeres. Mann, ich will sehen, wie die anderen reagieren, wenn sie versuchen, mit dem Ding zu reden. So, alles fertig. Ein leicht radarisierter Roboter bereit für den Einsatz. Also ich muss jetzt auch sagen, Nuka Volt war schon cool, ne? Was mich halt wirklich genervt hat oder nervt, sind diese ständigen komischen Durchsagen und dann diese wahrscheinlich nicht lizenzfreie Musik. Ne? Und das Holoband, was wir da jetzt gerade gehört haben, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Also die haben über diesen Parkroboter geredet, der da immer durchcheckt. Aber ich glaube, so, are we back? Mein Gott, der erschreckt mich jetzt mal, ne? Soweit ich mich erinnern kann, habe ich den mehr oder weniger wieder repariert. Nehme ich doch mit. So, also ich glaube, ich habe ja schon mal mit ihm geredet, da war er ja, wie sich das anhört, ne? Da war er ja eigentlich relativ normal im Kopf. Das ist doch mir wurscht. Das heißt ja, da hier, über den haben sie gesprochen. Übrigens kann ich den auch so nachbauen. Hallo! Wenn Sie Fragen zu Nuka World haben, werde ich sie mit Freude beantworten. Und nicht vergessen, für einen kompletten Satz Parkmedaillons erhalten Sie von mir eine besondere Belohnung. Erzähl mir über die verschiedenen Bereiche des Parks. Mit Vergnügen! Setzen Sie Kurs auf die Sterne in der Galactic Zone und erleben Sie die faszinierende Reise der Menschheit ins All. Entdecken Sie Starport Nuka und rasen Sie in der Achterbahn, ja, Nuka Galaxy. Ja, das stimmt, da sieht man mal, was für ein netter Kerl ich bin. Ich habe den halt wirklich wieder repariert, ne? Wobei es eigentlich echt schon lustig war, ne? Wenn der da so seine diversen Schimpfwörter gesagt hat, ne? Ja, schon wieder diese verranzte Mucke, ey. Und das meine ich, das ist ein wenig eine Sache, die mich nervt. So, folgendes. Also, höchstwahrscheinlich muss ich da jetzt nicht mehr so schnell her, ne? Das Ding ist jetzt, wir gehen jetzt zu meinem Hauptaußenposten. Da, wo ich auch die restlichen, die restlichen Power-Rüstungen hingestellt habe in der Siedlung. Da gehen wir jetzt hin. Und von da aus gehen wir zum nächsten DLC. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hört ihr dieses komische Gepfeife? Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das da nicht auch schon irgendwie so wegen einer Störung ist. Ne? Hört sich auf jeden Fall auch ein wenig nervig an, meiner Meinung. So, dann war es das jetzt erst einmal mit dem Nuka Volt DLC.
Also wirklich bedauern tue ich es jetzt nicht unbedingt, ne? Ah, schon wieder diese verranzte Mucke, ne? So, in der Zeit, wo ich jetzt halt hier mit dem Zug fahre, in das andere Ding rüber, kann ich ja mal geschwind nochmal nach ein bisschen was Diversen gucken, ne? Jetzt Moment mal. Okay, dann gucken wir doch mal kurz, was das hier ist. Okay. Ja, dann hauen wir das doch bei. Und links 6 kurz im Tunnel. Rechts 4 kurz und links 4 lang. Rechts 4 und links 4 kurz. Im brennenden Haarnaden links wird enger und rechts 4 verengt sich auf 3 lang. In links 4 wird enger lang. Ja, und ganz klar, ich sehe fast gar nichts. Links 5 verengt sich und rechts 3 und links 4 wird enger 100. Rechts 5 verengt sich. Links 5. Und rechts 5 kurz und links 4. Und Achtung, rechts 2. Über Brücke und Schikane links. Und Schikane rechts. Und rechts 4 und links 2 verengt sich. In rechts 3 öffnet sich. Links 5 im brennenden Haarnaden, rechts 50. Links 4 öffnet sich. Achtung, rechts 3 im brennenden Haarnaden, links. Rechts 3 kurz in links 2. Rechts 5 verengt sich. Und links 4 und rechts 5 und Schikane links. Rechts 2 lang. Schikane links. Und links 3 kurz in rechts 4. Und links 3 in rechts 2. Und links 5. Und rechts 5, 150. Links 6 kurz und links 5. Und rechts 4. Bremse 90 Grad links 50. Links 4. Und rechts 4 in links 6 50. Bodenwellen über Schienen in links 6. Und Schikane rechts kurz 50. Heftigste Rohr. 90 Grad links. 100. 100. Bremsen 90 Grad links. Und 90 Grad rechts 30. Links 3 über Schienen 30 und rechts 4.
4 100 und rechts 6 kurz, im Bremsen 90 Grad rechts 50. Links 6 schneiden, rechts 5 über Kuppe, links 2 und rechts 3, 30 wird enger. Hier lang. Und links 3. In rechts 3, kurz 50. Rechts 4, kurz 30. Achtung, rechts 4, schneiden über Kuppe. Rechts 6. Und links 6, lang. Und links 5. In Haarnadel rechts lang öffnet sich. Bremsen links 2, in rechts 1, schneiden 30. In Schikane rechts und links 5 und rechts 3, links 3, nicht schneiden, mittig halten 50. Rechts 5 in links 4 und rechts 5 in links 4. Und rechts 4, rechts halten 50. Bremsen 90 Grad links schleift und links 5. In 90 Grad links, in Schikane rechts. Und Schikane links 30. Rechts 5 und Schikane links. In rechts 5 und links 4. In rechts 6. Und rechts 3 wird breiter schleifen 200. Bremsen, Haarnadel rechts in links 6, verengt sich auf 4. In rechts 5, 100. Links 4 öffnet sich. Rechts 6, 100. Schikane links kurz 30. Und links 5. Und links 4 in rechts 4 kurz. Und links 4, 50. Brücke 200. Links 4 innen halten 30. Links 5. Rechts 5 lang. Kuppe. 100 Bremsen, 90 Grad rechts. In rechts 4 und links 4 100. Rechts 4 beengt sich, in links 4 lang. Rechts 4 und links 6 und Bremsen 90 Grad rechts, in links 5 kurz. Und rechts 4 in links 5, in 4. Wir erreichen nun unser Ziel. Achten Sie bitte vor dem Aussteigen darauf, keine Kinder oder persönlichen Gegenstände zurückzulassen. War auf jeden Fall eine harte Nummer, ne? War krass, okay. Dann let's go. Wir sind natürlich endlich wieder in Commonwealth oder auch Ödland, wie auch immer. Also ich muss schon sagen, das Corgi im Heuhaufen war schon cool. Starkerne war auch echt genial, dass ich nur noch den letzten, hab suchen müssen. Und ich habe ja auch gesagt gehabt, übrigens, ich habe nach den Starkern nicht wirklich gesucht, ne? Also vorher, ne? Und ich habe, wie gesagt, bloß noch den letzten. Und ich habe ja auch gesagt gehabt, dass ich dann auch mal gucken möchte, wie viel Nuka-Cola ich eingepackt habe, ne? Bop, 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 bop.
Wir gehen jetzt erst einmal kurz hier vorbei. Von hier. Darunter. Und dann daher zu meiner Hauptbase. Gut. So, also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das waren glaube ich so 80, 90 Cola-Flaschen, die ich gefunden habe. Orange, Victory, Quantum, bla bla. Und was ich auch noch gesagt habe, was ich natürlich nicht vergessen werde, dass ich Durstlöscher, ne? Ja, was macht Scum schon wieder? Dass ich diesen Durstlöscher modifiziere, weil da habe ich doch irgendwas gefunden gehabt, ne? Ich suche Sarah Connor. Der hat auch irgendwie seine eigene Mission, oder? Kann das sein? So, bumm. Wir mal ein wenig warten, ne? Haben die eigentlich was einstecken? Willst du nicht in mein Euter kauen? Also ich glaube, Scump ist nur der Name. Ich denke, das ist ein Mädle. Ne? Hab ich so das Gefühl. Naja, gut. Bis jetzt ist es auch nicht hängen geblieben, ne? Ich denke, das hat schon auch was mit der Stadt zu tun, ne? Dass ich da in der Stadt rumlaufe. Aber ich will es jetzt nicht unbedingt beschwören, ne? Aber es ist richtig, es stimmt auch, also in der Stadt bleibt es schon verdammt oft hängen. So, ihr seht jetzt wahrscheinlich dasselbe wie ich. Nichts. Und sobald ich hinlaufe, ist die Action am Start. Würdet ihr am liebsten direkt darüber, ne? Aber... Was ist das? Ach, das sind Transformatoren. Wenn da natürlich jetzt noch Fusionskerne drin wären, dann wäre das schon echt mega geil, ne? Aber ich werde so natürlich nicht rüberkommen, ne? Mit meinem Gelumbe. Ja, das ist halt ein wenig schade, ne? Weil das nimmt die Sniper etwas aus dem Ding raus, ne? Man macht sich da so ein riesen Visier drauf. Aber man sieht so erstmal gar nichts, ne? Wenn man weiter weg ist. Da braucht man eigentlich gar nicht wirklich so ein riesen Visier haben. Und das war natürlich bei Weiben nicht der einzigste, ne? Alter, willst du mich verarschen oder was? Geh halt da mal weg. Weißt was, Kollege? Psst. Bestätigen. Ja, psst. Hier, check mal darunter. Aha. Ja, geh halt darunter. In Position. Ja, dann mach halt. Also der ist echt durch, oder? Der ist doch voll durch, der Kollege. So, und da sind aber immer noch sicherlich viele, die ich halt leider nicht sehe, ne? Weil sie erst nach einer gewissen Renderreichweite rendern. Alter, geh halt da runter. Geh dorthin. Verstanden. Oh, der hat Glück gehabt. Gesetzt. Schädel neigeschossen. Psst. Zur Kenntnis genommen. Fehler. Auftrag unmöglich. Dorthin. Verstanden. Negativ. Hier. Bestätigt.
Und los. Mhm. Steht da einer mit einer Powerrüstung? Da ist, glaube ich, einer mit einer Powerrüstung, ne? Wutz, Schädel, weg! Ja, ja, ich komm gleich. Warte ab. Mhm. Der muss irgendwo... Wenn ihr direkt unten in die Mitte schaut, ist so ein viereckiges Kistchen. Das heißt, er muss hier jetzt irgendwo sein. So. Von dem her ist immer nur negativ, geht nicht, Fehler. Dieser Lappen. Da war doch safe noch einer mit einer Powerrüstung gestanden, ne? Oh, jetzt geht's ab. Ja? Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Brauchst du hier doch gar nicht dahinter verstecken. Du wirst hinauskräuchert. Da steht eine Powerrüstung. Ernsthaft? Auf jeden Fall auch schon mal eine mit dem Fusionskern. Okay, die nehme ich natürlich dann noch schnell mit. Das dürfte ja kein Problem sein. Nachdem ich hier natürlich aufgeräumt habe, weil sonst bleibt sie für immer stehen und ich vergesse es, ne? So. Aber erstmal tun wir noch die Leuterwänge leerräumen. Ich dachte eigentlich, da wäre einer drin gewesen. Ja, das Kissengeschmarri können wir sie behalten. So, einen da vorne. Einen in dem Häusle. Einen hier. Ja, das müssten die drei Stück gewesen sein eigentlich. Ist der da noch vielleicht hin, ne? Der ernsthaft verbrannt, ja? Na, da schau ja. Technische Dokumente, habe ich gesehen. Und da hinten, wenn ich jetzt da reinkomme, staatliches Vorratslager, also da ist nichts drin. Nicht wirklich, außerdem war ich da schon mehr als einmal drin. So, soweit müsste die Geschichte gegessen sein. Ach ja, eben, ne? Den da oben, den hatte ich ja auch noch. Oder sie. Aber das müsste jetzt eigentlich gewesen sein. Okay. Ja, dann gehe ich auch kurz zurück. Mache mich auch dann gleich nochmal leer. Und hol dann die Powerrüstung, ne? Und dass da natürlich nochmal der Fusionskern drin war. Ist natürlich auch mega geil, ne? Ja, da war wieder einiges drin, ne? Da oben war auch noch einer. Okay, alles klar.
Und diesen Fusionskern auf der Seite, den habe ich nämlich schon mitgenommen, ne? Ich war hier schon öfter. Den hatte ich. Gut. Ja, dann werde ich das jetzt mal schnell machen. Aber vorher will ich noch mal gucken. Dachte ich mir. Jetzt steht da halt allen Ernstes echt noch eine Power-Rüstung rum, ne? Das ist schon echt krass. So, dann lasse ich meine mal kurz hier stehen. Und wir sehen uns dann da. Moment noch. Vielleicht gibt es ja da noch eine Kleinigkeit zu looten. Nein. Also, und wir sehen uns dann da gleich wieder. Dann hämmer ich das Ding da jetzt noch schnell rein. Bis gleich. Ah, bumm, da bin ich wieder, ne? Man hat natürlich da schon echt ein wenig ein schlechtes Gewissen. Wenn man da einfach seine Rüstung da stehen lässt, seine Power-Rüstung, ne? Aber ja, da kommt nichts weg. Der Hütten. Leer gemacht habe ich mir natürlich auch gleich, ne? Wenn ich schon da hingehe. Also zu meiner Haupt... Ich sage jetzt mal Hauptbase. Dort wird das Ding natürlich wieder anmarkiert. So. Gut, also ich ziehe natürlich jetzt immer den Revolver, nicht weil ich gerne damit rumspiele, sondern ob er vollgeladen ist, ne? Er hat halt nichts gecheckt, ne? Schädel weg! Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Da sitzt nur einer dort. Das ist eigentlich wieder ein Witz. Ach, das war jetzt natürlich wieder ein wenig blöd. Ich dachte, der wäre eben schon oben und kommt runter, ne? So, ja, Gunner-Zeichen. Gunner haben immer recht guten Loot. Let's go. Schädel weg. Ausgeschaltet. Saugeil.
Und es waren jetzt wieder mal nicht mehr als die paar. Ernsthaft? Ja, und ich bin schon wieder überladen, weil ich auch 47,50, weil ich gerade mal recht viel Gelumpe dabei habe. So, und das Ding ist ja, wenn ich... Was war denn das? Das Ding ist ja, wenn ich da immer recht mit Granaten und Flammenwerfer, Molotow-Cocktails mit Flammen rumballer, da kann das auch immer recht schnell passieren, dass ich meinen Kollegen damit abfrack. Sunshine Trintings Corporation. Hm. Das ist eine von meinen Siedlungen. Soll ich... Was ist denn hier los? Also wenn ich da mit Molotovs, Cocktails und sowas rumballer, da kann es immer halt schnell passieren, dass da mein Kollege in Metall immer recht schnell kaputt geht. Scampi ist da mal ein wenig klüger, ne? Der haut sofort ab, sobald es da irgendeinen Stress gibt, ne? So. Also ich gehe aber jetzt erst einmal nicht darüber. Aber ich wäre jetzt da halt rüber und hätte halt wieder ein wenig die Ding... durchgecheckt, die Werkbankkiste. Aber da ich da ja sowieso nicht hier rüber springen kann, werde ich es wahrscheinlich trotzdem machen. Hm, ja, das sind sie gut, passt. Aufgepasst. Okay, okay. Gut. Naja, die Siedler mögen mich ja auch nicht mehr so. Da ich ja mit den Raidern da kooperiere, es gefällt denen natürlich nicht. Aber mei, was denen gefällt und was nicht, es ist mir recht latte. Hauptsache, die erledigen ihren Job. Alles andere ist mir wurscht. Also mit Job meine ich, ne, dass die halt die Werkbank ordentlich vollhauen. Dass, was, schießt da irgendwas? Da schießt doch irgendwas. Los mit dir. Ey, der hat einen Raketenwerfer, glaube ich, in der Hand, ne? Oder ne, doch nicht. Ja, gut. Loot ist Loot, na gut. Dann wird sich der Looter auch noch geschnappt. Ja, wenn ich sie jemals wieder finde, ne? Also zwei waren es auf jeden Fall. Das kann man halt schon wieder ein wenig vergessen. Die sind immer so krass getarnt. Die findet man in der Regel nie wieder, ne? Hm. Oder war der vielleicht ein wenig weiter vorne? Nee. Ja, das sag ich ja, ne? Die lehnen sich dann da schon immer in irgendwelche komischen Ecken, ne? Dass wenn sie dann da umfallen, dann sind die dafür immer verschwunden. Aber ich denke, der war ja eigentlich hier irgendwo. Aber ich werde ihn nimmer finden. Vielleicht, dass da irgendwo noch ein Fetzen vor ihm rumliegt, aber... Auch das eher nein.
Und ich würde sagen, ist mir jetzt wurscht. Und jetzt ist auch nur die Frage, habe ich hier vielleicht einen Laden hingebaut? Aber ich denke eher nicht, ne? Ja, ist eine schöne Siedlung. Wie ihr seht, ein Haufen Wasserpumpen. Bedeutet, die müssten auch einen Haufen Wasser übrig haben. Wasser, ne, aufbereitetes Wasser gibt die meiste Kohle. Aufbereitetes Wasser, 8 Stück finde ich ein wenig. Für das ganze Zeug, was ich da hinbaut habe. Und Blei, Aluminium, Feder, okay, okay. Also da ist schon einiges drin, was gar nicht so schlecht ist. Ja, da ist ja echt nicht schlecht Sachen drin, ne? Gut. Nehmen wir doch einfach einmal alles einfach mit. Ja, Scampi schreit schon, der weiß Bescheid, ne? Wo ist er? Wo ist denn dieses Kuhviech-Zeug schon wieder, ey? War gar nicht Scampi, war das Ding? Ja, dann komm du mal her. Aufgepasst. Bestätige. Bleib halt einmal stehen. Zappel halt nicht so rum. Oh, alles klar. Wenigstens ein Stück leer gemacht. Oh, jetzt hat. Aufgepasst. Geh mal her. So, mega geil. Den ihr Ding wird er eibackt. Den ihr Werkbank. Also, eigentlich sammeln sie das Zeug, aus denen ich hier tolle Sachen bauen kann, wie zum Beispiel ein Bett. Da können wir auch mal gleich gucken. Ja, Moral ist zufrieden. Größe, okay. Betten 9, Leute 11 und ist mir wurscht, dann sollen sie zu dritten am Bett kuscheln. Das kriegen die schon hin. Ich meine, gut, das wäre jetzt Stoff, Stahl. Das wäre jetzt nicht die Welt, ne? Haarklammerbox. Naja, gut, 4 Stück. Ist okay. Dann geht's da mal weiter. Aber safe nicht durchs Wasser. Muss nicht unbedingt sein. Ich meine, gehen tut's. Ich glaube, ich habe sogar mittlerweile eine Power-Rüstung, die sogar wasserdicht ist oder unter Wasser atmungsaktiv oder wie auch immer. Aber muss nicht sein, ne? Aha. Machen wir mal lieber gleich speichern. Also ich glaube, zwecks der Lampe, ne? Wenn man die Lampe anhat, sieht schon echt geil aus, ne? Also wenn man die Lampe anhat, dann verbraucht es mehr Fusionskerne. Und man wird vom Gegner schneller gesehen. Laut den ihren Tipps. Also ich bin der Meinung, das schwimmt ein wenig unnatürlich. Für einen Gummireifen. Ne? Aber ich bin ja jetzt kein Gummireifen-Experte. Ne? Naja. Ja,
Ja, liegt da halt einfach mal auf dem Boden rum. So wie es ausschaut, liegt da ja noch ein wenig mehr. Also, das ist auch wieder so ein komisches gebautes Ding, ne? Man könnte immer meinen, das wäre eigentlich irgendwie ein Hinweis oder sowas, aber nee. Na, denke ich nicht. Dann würde ich auch sagen, let's go. Das Wetter ist natürlich schon wieder Bombe. Gibt ja nichts Besseres. Was ich jetzt auch noch sagen wollte, ich glaube, ich habe das ja sogar schon mal erwähnt. Wenn man sich das Spiel holt und gleich alle DLCs, dann ist das, glaube ich, gar nicht so gut. Weil man kann zum Beispiel mit dem Noob, ja, rot, ne, man wird es klauen, aber mir wurscht. Man könnte mit dem Nuka World DLC, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man, wenn man ganz neu ins Spiel kommt, dass man dann da gleich nach Nuka World kommt und das erledigen kann. Mit Rang 0 und so weiter und so fort. Kann ich mir echt nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Ja, gleich Feierabend, Leute, gleich Feierabend. Was ist das da eigentlich für Schönshüttle? Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Okay. Aber ich hätte ehrlich gesagt Angst, da drin zu wohnen. Na, da kann ja jederzeit irgendwie einer rein, raus, bla bla bla. Und dich da drin wegmachen, ne? Und da drüben ist ja auch gleich wieder irgendwas, wo bestimmt Gegner sind, wohnen, etc. Wenn das nicht ein und dieselbe Partei ist, ne? Wenn hier nicht dasselbe gewohnt hat wie da vorne. Ja, auch hier eine wunderschöne Siedlung von mir. Wo ich auch gleich beabsichtigt, erst einmal viel Tattoo anbauen hab lassen. Weil Tattoo brauche ich immer, ne? Scheint wirklich was zu werden. Ja, wenn es was wird, dann würde ich auch sagen, im nächsten Video geht's weiter, Leute. Hey, reingehauen. Ehre, Abfahrt.